Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer besonderen Folge Frag den Panda. Ich habe ja in der Community-Tab mal nach euren Fragen und irgendwas kriecht hier gerade an meinen Fuß. Das ist das Risiko, wenn man Outdoor filmt. Ja, auf jeden Fall im Community-Tab habe ich mal nach euren Input, euren Fragen mal gefragt. Und es haben sich insgesamt 13 Leute gemeldet und haben fleißig Fragen gestellt. Und ja, ich bin gerade im Urlaub auf Fuerteventura, ihr seht es vielleicht. Ich wollte hier eigentlich am Meer und hier ist eine Fliege, die ärgert mich gerade extrem, aber die soll jetzt nicht weiter stören. Ich wollte eigentlich direkt am Meer drehen, was ihr da hinten seht, aber es ist ziemlich windig. Also ihr seht, ich habe hier schon so einen coolen Puschel, was so das meiste an Windgeräuschen rausfiltern dürfte, extra mir besorgt und dafür natürlich alles so geplant, aber naja, da ist es noch wirklich viel zu windig, weil wer auf den Kanaren schon mal war, der weiß, es ist hier wirklich immer sehr, sehr windig. Wie gesagt, Fuerteventura, typischer Badeurlaub, viel, viel Strand, viel Natur. Und ich dachte mir, hey, dann kann ich mal das Szenario, den Hintergrund mal nutzen, um mal so ein tolles Video aufzunehmen. Und habt ihr mal ein bisschen optische Abwechslung, würde ich mal sagen. Ne? Aber genug geschnackt, ich habe mein Handy dabei mit den Fragen. Fangen wir mit den obersten an. Nein, ich will keinen Kommentar dazu schreiben. Und zwar, der Feuragon hat zuerst geschrieben, mal abgesehen vom Gaming-Teil, was hat dich inspiriert als Panda, diesen Kanal mit Videos von Retro-Games zu betreiben? Ja, und das ist eine gute Frage. Und zwar habe ich ja vor ungefähr 2,5 Jahren angefangen. Und das Ganze ist quasi aus einer Art Problem entstanden, sage ich mal. Und zwar stand ich nämlich vor dem Problem, ich habe da relativ frisch mit dem Sammeln angefangen, ich hatte schon so ein paar Spiele, aber ich habe selber gemerkt, wenn ich bei eBay geguckt habe und da habe ich irgendwie nie so richtig was gefunden, was mir was gesagt hat, weil man kauft natürlich zuerst natürlich die Spiele, die man von damals kennt, ist klar. Und dann guckt man natürlich mal so bei eBay zum Beispiel oder bei anderen Händlern so durch, ne, was gibt es so alles? Weil meistens mal so von, noch nie was davon gehört. Was soll das? Und dann habe ich bei YouTube geguckt, da gibt es natürlich dann meistens irgendwelche englischsprachigen Sachen oder irgendwelche Let's Plays, aber Let's Plays, sage ich mal, die helfen euch ja nicht so unbedingt weiter. Ne? Und ja, da habe ich mir gedacht, hey, so ein kleines Testformat auf Deutsch, so wie der SNES-Dunk, den habe ich damals auch sehr, sehr gerne gesehen. Natürlich jetzt immer noch, aber ist leider weniger geworden. Das wäre doch mal was so für den deutschen Markt. Also, das habe ich noch nicht gesehen. Zu der Zeit habe ich auch vorrangig englische Kanäle geguckt. Und die zweite Sache war im Prinzip so eine Art Selbstzwang, nenne ich es mal. Denn mir ist da schon nämlich aufgefallen, obwohl meine Sammlung noch nicht so riesig, riesig war. Ich habe gekauft, habe das Spiel ins Regal gestellt. Und das war es dann irgendwie. Und das fand ich zu schade. Und dadurch, dass ich ja zumindest die Was taugt Folgen, auf jeden Fall mit Spielen mache, die sich auch in meiner Sammlung befinden, zwinge ich mich quasi dazu, diese Spiele nicht nur zu kaufen und es schön dekorativ ins Regal zu stellen, sondern auch wirklich zu benutzen und mal zu erforschen und mal gucken, was das Spiel wirklich taugt und was nicht. Und wenn ich das eh mache, dann kann ich auch ein Video dazu machen, oder? Und vielleicht euch weiterhelfen, euch mal vielleicht irgendwelche Tipps zu zeigen, was man kann, wenn man sich an Spielen kaufen und so weiter. Und im Prinzip, das war so der Startschuss für den YouTube-Kanal. Ich habe da auch ganz, ganz lange dran überlegt, wie das machst du und so weiter. Meine ersten Videos natürlich, wenn ihr sich jetzt mal anschaut, die sind natürlich nicht gut. Ich habe mich natürlich sowohl technisch als auch das Einsprechen damals war sehr monoton. Ich bin immer noch nicht der König der Einsprecher, aber es hat sich, denke ich mal, etwas verbessert. Ja, und so bin ich im Prinzip dazu gekommen. Und ja, der Panda-Name und sowas, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist vielleicht für eins der weiteren Videos, aber ist jetzt ja auch keine große Sache, das mit dem Panda. Ist kein großes Geheimnis auf jeden Fall. Das war die Frage. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar zum guten Chris82, der gleich drei Fragen stellt. Genau. Erstens, was essen Pandas zum Frühstück? Ja, also normale Pandas, wahrscheinlich Bambus, aber du meinst wahrscheinlich mich. Ich bin eigentlich so ein Typ, ich frühstücke so gar nicht. Also im ganz normalen Arbeitsalltag, mir reicht da erstmal eine Tasse Kaffee, weil ich morgens einfach gar keinen Hunger habe. Und dann auf Arbeit, keine Ahnung, immer gegen 11, 12, dann isst man sich natürlich so ein paar ganz normal Brot oder irgendwie sowas. Ausnahme ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt hier im Urlaub bin, man sieht es an meinem tollen Bändchen, all inclusive natürlich, ne, man muss es ja ausnutzen.
ja, am Frühstücksbuffet, da haue ich mich natürlich voll, weil ich dann natürlich dann morgens und mittags und so weiter einiges vorhabe. Also klingt jetzt so, als ob ich jetzt hier der Superstreber wäre, also am Strand rumliegen oder ähnliches. Und da ist es dann halt so, dass ich dann ordentlich was frühstücke, dass ich das Mittagessen ausfallen lassen kann und dann halt abends wieder zuschlagen kann, dass man quasi fit für den Tag ist. Aber so im Normalfall bin ich echt so kein Frühstücksmensch, zumindest nicht jetzt direkt nach dem Aufstehen. Ich brauche mal so 2-3 Stunden, aber dann, ach, das ganz normale Müsli. Typ bin ich nicht, also eher irgendwas Brötchen mit Marmelade oder irgendwie sowas, also eher der Süße auf jeden Fall. Kommen wir zur zweiten Frage. Was sagst du zu Seehofers Aussage, falls du politische Fragen beantworten möchtest? Also, vorweg, eines der Grundsätze für meinen Kanal ist, ich versuche politisch möglichst neutral zu bleiben. Ja, weil wir haben alle dasselbe Hobby, wir haben alle verschiedene politische Ansichten und ich sehe es nicht unbedingt als meine Aufgabe an, jetzt irgendwelche politischen Ansichten oder ähnliches zu forcieren oder unter die Leute zu bringen. Ihr seid alle groß genug. Ich habe mal letztens in meiner YouTube Analytics geguckt. Also alle Zuschauer sind irgendwas, also sagen wir mal 99% der Zuschauer sind von 25 bis 40 Jahren. Ihr seid alle erwachsen genug, ihr wisst selber, wie man sich eine Meinung bilden kann. Da braucht ihr jetzt keinen YouTube-Retro-Onkel, der auch nur ein gefährliches Halbwissen hat, der euch dann irgendwelche politischen Ansichten irgendwie begreiflich machen will oder sowas. Ihr seid alle selber intelligent genug, um euch mal selber ein Bild zu machen. Hauptsache, ihr denkt halt mal selber nach. Und ja, zum Seehofer. Ja, ich glaube, da gibt es in unserem Bereich nicht unbedingt zwei Meinungen. Ich bin jetzt in der Materie nicht ganz so sehr drin. Ich habe jetzt mal einen Podcast von Games Podcast gehört, die haben es auch teilweise etwas angesprochen und die haben das auch ein bisschen differenziert betrachtet. Also diese erste Seehofer-Aussage erinnerte wohl schon sehr stark an diese typische Killerspiel-Debatten. Ihr erinnert euch vielleicht so Anfang der 2000er, wo die ersten Amokläufe gelaufen sind, wo dann Counter-Strike verurteilt wurde und boah, der Ego-Shooter, boah, bringen uns alle um und so weiter. Das dachte ich eigentlich, dass dieses Thema so langsam aber sicher durch ist und ja, einfach nicht mehr aktuell ist, weil ich denke mal, die Computerspiele oder Videospiele allgemein sind ja in den Medien ja eingetroffen und ja, ich weiß nicht, dass man jetzt so zurückrudern kann und das dann wieder so pauschal irgendwie sagen kann, finde ich persönlich unmöglich. Wobei der Seehofer dann ja wohl zum Schluss hier auch wieder zurückgerudert ist. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass der bayerische Innenminister, mir fallen jetzt gerade die Namen nicht ein, also laut dem Podcast, dann auch natürlich wieder das etwas relativiert haben, weil die Bundesregierung, die fördert natürlich jetzt auch im großen Stil die deutsche Computerprogrammier- oder die Videospielprogrammierindustrie, nenne ich es mal. Und da, das zeigt ja eigentlich auch, dass eigentlich nicht mehr so als Thema sind. Ich hoffe mal, das war jetzt wirklich nur ein Ausrutscher und dass er jetzt vielleicht was draus gelernt hat, aber das klang natürlich am Anfang wirklich schon enorm an diese alten Videospieldebatten, Killerspiele und so weiter und das muss echt nicht sein. Als dritte Frage, was würdest du einem YouTube-Anfänger auf dem Weg geben? Ganz einfach, macht einfach. Macht einfach und erwartet erstmal nichts. Also von jetzt auf gleich. Werdet ihr keine große Zuschauerschaft bekommen, außer ihr habt vielleicht irgendwie Glück, weil das einzige große Problem auf YouTube ist wirklich diese Sichtbarkeit. Es gibt so viele Kanäle, so viel Content, vor allem in unserem Gaming-Bereich, da muss man mit irgendwas herausstechen. Also meiner Meinung nach, wenn man jetzt irgendwie jetzt noch mit irgendwelchen Let's Play startet oder sowas, dann darf man jetzt nicht hoffen, dass man da jetzt irgendwie hunderte Abonnenten bekommt. Sowas gibt es halt einfach wirklich in großen Sättigungsraum und ganz einfach nicht sich selber verrückt machen, weil wie bei mir, die ersten Videos, die werden scheiße sein, aber ihr lernt daraus, ihr verbessert euch und werdet immer und immer wieder besser sein und ein großer Tipp, vernetzt euch. Vernetzt euch mit anderen YouTubern. Bei uns in der Retro-Szene zum Beispiel, wir machen ja öfter mal so irgendwie Zusammenarbeiten. Ich zum Beispiel mit den Retro-Joe relativ oft und so weiter, weil wir uns einfach gut riechen können, weil wir uns austauschen, weil wir uns auch gegenseitig unterstützen wollen. Und schreibt dann einfach auch mal andere YouTuber an, wenn ihr einen relativ frischen Kanal habt. Hey, hast du mal Bock, was zusammen zu machen und so weiter? Da werden die wenigsten YouTuber euch sagen, nee, was bist du für ein kleiner Pisser? Ich habe keinen Bock auf dich. Nein. Also meine Erfahrung ist wirklich, dass die ganzen YouTuber-Leute sehr liebe Menschen sind und sich gerne auch mal quasi gegenseitig helfen und so weiter. Und sowas bringt wirklich meistens, ja, ich will es nicht sagen Wunder, aber das bringt euch halt diese Aufmerksamkeit, die ihr braucht, um weiter zu wachsen auf jeden Fall. Also wirklich im Prinzip kurz zusammengefasst,
einfach mal machen, einfach mal loslegen. Überlegt euch aber vorher ein Konzept und nicht einfach irgendwie, ich will jetzt einfach Spiele machen, irgendwas. Ne? Also ihr müsst schon wirklich Bock drauf haben, einen langen Atem und sucht euch Leute, mit denen ihr auch mal zusammenarbeiten könnt, und um euch gegenseitig zu unterstützen und so weiter. Das sind eigentlich wirklich Tipps für Anfänger auf jeden Fall. Es geht natürlich so ein bisschen tiefer, technisch und so weiter, aber da werdet ihr euch alle weiterentwickeln, wenn ihr mit YouTube anfängt. Grundvoraussetzung ist wirklich, ihr habt Bock drauf. Hab Bock drauf und erwartet erstmal nichts. Das klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber wenn ich bedenke, als ich meine Videos angefangen habe und hochgeladen habe, da habe ich vielleicht in der Woche 10 Views bekommen oder irgendwie sowas. Und das war schon für mich damals ziemlich aufregend und cool. Aber ne, einfach mal machen und sich weiterentwickeln und so ein eigenes Stil so ein bisschen finden, dann werdet ihr auch nicht von Anfang an haben. Ich habe ja auch so ein Beispiel, hat lange gedauert, bis ich mich vor die Kamera getraut habe und so weiter. Macht einfach, womit ihr euch wohlfühlt und Bock habt. Und wie gesagt, ich laber schon wieder im Kreis, aber das waren die Antworten, lieber Chris82. Kommen wir zu TA, Tims Eisenbahn-Adventure. Da hat gefragt, was ist dein Lieblingsspiel und welches magst du am wenigsten? Also das eine Lieblingsspiel, das gibt's eigentlich nicht. Ich könnte so ein bisschen so von Zeitrahmen und pro System vielleicht euch Lieblingsspiele nennen. Also zum Beispiel Game Boy ist Link's Awakening klar mein Lieblingsspiel. Dann zum Beispiel auch im Super Nintendo ist Secret of Mana mein Lieblingsspiel auf jeden Fall. Dann später war meine Historie nach der Super Nintendo-Zeit, bin ich halt zu den PC-Spielern gekommen. Und da kann ich sagen, auch da kann man nicht sagen, das ist das eine, aber da habe ich viele, viele Strategiespiele gerne gespielt, sowas wie Warcraft 2 oder Warcraft 3 auch, Diablo natürlich. Dann momentan ist mein großer Hit, den ich seit Release spiele, Dota 2. Ja, ein MOBA, ich weiß, eigentlich neutral betrachtet, es hat eine toxische Community und alles, es ist gar nicht so ein geiles Spiel irgendwie, so gesehen, aber ich bleibe irgendwie dran festhängen. Ich habe da irgendwie, ich glaube, auch 3.500 Stunden Spielzeit. Ich glaube, das habe ich bisher in keinem Videospiel so gehabt, aber auch zum Beispiel sowas wie WoW habe ich damals super gerne gespielt und gesuchtet ohne Ende, wobei mich da jetzt auch WoW Classic etwas ernüchtert hat, sage ich mal, wie zäh das damals war. Das kann man jetzt wieder dieses Erlebnis von damals quasi nachspielen mit WoW Classic. Ja, nicht so unbedingt meins, würde ich sagen. Welche Spiele mag ich am wenigsten? Das ist eine schwere Frage. Das lässt sich nicht so einfach beantworten, weil Spiele, die ich hasse oder nicht mag, die spiele ich erst gar nicht. Weil ich informiere mich natürlich so ein bisschen, okay, das Spiel, das scheint es nicht so zu sein, dass es mir liegt. Und dann kaufe ich es mir halt nicht. Deswegen ist so mein absolutes Hassspiel, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ehrlich nicht. Klingt es ja irgendwie komisch, aber ich kenne das doch wahrscheinlich auch. So ein richtiges Spiel, was man hasst, nee, habe ich nicht. Alle Spiele, okay, bis auf vielleicht die Panda quält sich Geschichten, aber da spiele ich ja auch nicht so lange. Aber es ist kein so, dass ich jetzt so einen Hass habe, weil wenn ich ein Spiel hasse, dann spiele ich es ja nicht großartig. Und dann habe ich ja auch gar keinen Bezug zu dem Spiel quasi. Ne? Also da kann ich jetzt leider keine einfache Antwort geben. Aber vielen Dank für deine Frage auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes und hier ist wieder die Ärgerfliege. Mal gucken. Ne? Ich habe gerade versucht drauf zu treten. War ich natürlich viel zu langsam. Der liebe Retro Joe, was ist das erste Game, bei dem du dich daran erinnern kannst, es durchgespielt zu haben? Das ist eine verdammt gute Frage. Also erinnert. Ich habe wahrscheinlich schon vorher andere Spiele durchgespielt, aber ich glaube, das erste Spiel, wo ich mich jetzt aktiv daran erinnern kann, ist wirklich Link's Awakening für den Game Boy. Das habe ich damals irgendwie 2-3 Mal mindestens durchgespielt. Ich weiß, dieses Spiel, das kommt bei mir ständig vor. Es kann aber auch gut sein, dass ich schon damals irgendwie davor Spiele durchgespielt habe. Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Da vielleicht irgendwelche DOS-Spiele oder irgendwie sowas, aber ich kann mich jetzt an keinen Namen erinnern. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so beim allgemeinen Spielen dieser Completionist bin, also der jetzt auf Krampf irgendwie ein Spiel durchspielen muss und bis zum Ende. Ganz ehrlich, durchspielen wirklich tue ich eher die wenigsten Spiele, weil irgendwie kommt der meistens dann doch ein anderes Spiel raus, wo man dann, oh, ist ja auch cool, das spiele ich jetzt auch, und dann ist man beim anderen Spiel irgendwie bei Dreiviertel Beendung oder sowas ist man da raus, und dann da wieder einzusteigen ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Ja, ihr kennt vielleicht alle das Problem, aber das ist wirklich Link's Awakening, ich glaube, das erste Spiel, an dem ich mich erinnere.
Ne? Aber wie gesagt, die Spiele, die ich wirklich jetzt komplett durchgespielt habe, so viele sind das, glaube ich, in meiner Gamer-Karriere eigentlich gar nicht. Ich bin da immer so ein bisschen wie ein, oder Warcraft 1 vielleicht damals noch, aber ich weiß nicht, was da jetzt vorher war, ob das Link's Awakening oder das. Also Strategiespiele, so Singleplayer, das spiele ich natürlich alles durch, aber jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so Third-Person-Shooter oder irgendwie sowas, nur weil es sein muss, irgendwie verliere ich dann meistens dann irgendwie die Lust, ne? Ihr kennt das vielleicht. Aber ja, auf jeden Fall war das die gute Frage von dem Retro-Joe. Und dann kommen wir zu Kitty Cat 31660. Ich frage mich gerade, wie er das sortiert hat. Ich dachte, er sortiert das so von alt bis neu, aber hey. Und zwar, lieber Panda, da es ja nicht zählt, wenn ich aus der Offline-Welt eine Frage stelle, muss ich ja posten, ja? Das habe ich dir auch gesagt. Fragen, die man hier einfach hier offline, dieses komische Offline, was soll das überhaupt sein, stellt, die zählen hier nicht, weil ich muss das ja irgendwie einblenden und ich habe das jetzt gerade hier auf dem Handy weggedrückt, wie die Frage weitergeht. Ah, irgendwie ist das etwas fummelig. Ich bin ja auch der König, so was Handys angeht, auf jeden Fall. So, nur meine Frage. Was macht denn den Pandamann wirklich glücklich? Und das ist eine gute Frage, weil die ist, glaube ich, echt gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und das vielleicht teilweise Überraschende für euch. Ich so als Spielesammler würde ich sagen, nicht unbedingt die Spiele. Weil es ist ja irgendwie so, wenn man jetzt ein neues Schnäppchen hat, irgendwie ein neues Stück für seine Sammlung, was man ins Regal stellen kann, es macht einen für relativ kurze Zeit schon glücklich, aber so richtig glücklich. Also mir ist meine Sammlung schon irgendwie wichtig und mir ist auch das Hobby des Videospiels ist das natürlich wichtig mir. Aber so richtig, wenn das jetzt fehlen würde und ich dafür was anderes Schönes hätte, ne, das würde auch gehen. Es ist natürlich für manche vielleicht Ketzerei, aber überlegt euch das mal. Wenn ihr irgendwelche neuen Spiele kauft, dann freut ihr euch. Aber dann ist das Gefühl ja, keine Ahnung, nach einer Woche oder sowas weg und dann kommt das nächste. Deswegen kauft man ja auch immer viel. Ne? Deswegen würde ich sagen, so richtig glücklich macht man so, wenn man wirklich so als Erwachsener, ja, man hat ja immer irgendwelche Sachen im Kopf, sag ich mal, ne? Man muss arbeiten, man muss Haushalt dies, das noch machen, man muss, keine Ahnung, ne? Als YouTuber muss man noch Videos aufnehmen und so weiter, dass man sogar im Urlaub macht. Nein, und wenn man einfach eine geliebte Person hat, sich einfach wohlfühlt und keine Verpflichtung irgendwie im Kopf hat und sich einfach treiben lassen kann und einfach mit dieser geliebten Person zusammen ist und alles ist gut und man kann sich selbst sein, ich glaube, das ist wirklich denn glücklich sein. Ne? Materielle Sachen sind es nicht unbedingt, sondern ihr versteht es vielleicht, was ich meine. Es ist irgendwie schwer, in Worte zu fassen, aber dieses Gefühl, es ist wirklich nicht unbedingt jetzt, ich habe mir jetzt eine neue PlayStation gekauft oder ein neues Spiel und so weiter. Das ist natürlich cool, so zum Unterhalten, aber zum richtig glücklich werden, braucht man doch eigentlich andere Sachen, oder? Jetzt bin ich jetzt sehr, sehr in die Tiefe gegangen für ein Retro-Spiel, Heini, aber ich hoffe, ich habe deine Frage auf jeden Fall beantwortet. Und jetzt haben wir den guten Retronic SXE. An dieser Stelle auch viele Grüße an dich. Gibt es noch eine Retro-Konsole, die du dir gerne noch zulegen möchtest? Oder hast du schon alle Wunsch-Muss-Konsolen in der Sammlung? Naja, so ein paar Nice-to-Have gibt es natürlich schon. Also zum Beispiel, wo ich so ein bisschen jetzt hinschiele ab und zu mal. Ich bin ja so ein bisschen Handheld-Fan Anfang der 90er. Ne? Also ich habe ja den Game Boy, ich habe den Game Gear und den Atari Lynx. Da würde ich sagen, der Atari Lynx, der ist auf jeden Fall, das interessiert mich einfach irgendwie, weil das irgendwie gefloppt ist. Das hatte ein ganz interessantes Konzept. Das hatte ja auch diesen ersten Farbbildschirm für diese Handheld-Konsolen und so weiter. Das würde mich schon mal interessieren, auch da so ein bisschen die Spielebibliothek, sage ich mal, zu erforschen und einfach mal zu gucken, was es da noch versteckt gibt, was man damals alles verpasst hat, ne? Diese Faszination. Aber ich bin da ganz, ganz optimistisch gestimmt, weil natürlich diese Display-Handhelds von damals, die sind natürlich auch genauso wie der originale Gameboy quasi relativ schlecht gealtert. Aber da gibt es ja jetzt ja bald von Analog, gibt es ja diesen nachgebauten Gameboy, mir fällt es gerade das Wort nicht ein.
Und dafür soll es dann auch einen Adapter geben, der sowohl Game Gear-Spiele als auch Lynx-Spiele und natürlich, ich glaube, auch Neo Geo Pocket, aber die Konsole ist mir relativ egal, abspielt. Und das finde ich fantastisch, weil dann kann man das in moderner Grafik, natürlich dann auch mit HDMI-Ausgang auf dem Fernseher und so weiter, dass ich dann natürlich dann auch für eventuelle Videos und so weiter das dann auch gut abcapturen kann. Fände ich super, also das interessiert mich schon. Und diese blöde Ärgerfliege, nicht erwischt natürlich. Aber das würde mich schon ein bisschen reizen, so ein Lynx und dann mit dieser nachgebauten. Ich glaube, das könnte was auf jeden Fall. Kommen wir zur Frage 2. Videogame-Verfilmungen sind ja nicht gerade immer die besten. Wenn man dir Summe X zur Verfügung stellen würde, um ein Game als Film umzusetzen, welches würdest du verfilmen wollen und wer wären die beiden Hauptdarsteller, männlich, weiblich? Gute Frage. Hauptdarsteller, muss ich sagen, bin ich eine Niete, weil ich gucke gerne Filme und Serien, aber ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwie Hauptdarsteller, die ich jetzt im Kopf hätte, die man sofort dafür passen würde. Aber was meiner Meinung nach ganz gut geeignet wäre, ist die Diablo-Serie. Ne, so ein bisschen gruselig, bisschen mystisch und so weiter, mit Dämonen schnetzeln und so weiter, müssen natürlich eher auf hohe Qualität natürlich auch gesetzt werden. Das hätte schon was so als Setting, als Szenario. Alternativ natürlich, muss ich sagen, die Dawn of War Serie, also Warhammer 40.000. Ich bin ja großer Warhammer 40.000 Fan. Das schreit nach einem guten, fett produzierten Film mit einem guten Budget und so weiter. Das hätte natürlich auch was, ne? So Space Marines, so richtig qualitativ hochwertig und so weiter. Aber ich könnte jetzt echt keine Schauspieler nennen. Wer da wirklich geeignet wäre, wie gesagt, Filme gucke ich ganz gerne, aber ich bin eher der Serien- und kein Film-Junkie. Okay, ich könnte jetzt sagen, Serien-Schauspieler XY, aber wie ich halt auch immer unbedarften auf irgendwelchen Messen sage, mein Namensgedächtnis ist immer nicht gerade das Beste und dann ja, der mit dem und dem Gesicht, aber Namen kann ich mir aber nicht so merken. Aber ich glaube, entweder Diablo oder Dawn of War, also das Warhammer 40.000-Universum, so richtig fetten Budget. Das hätte wirklich beides was, aber es müsste wirklich qualitativ hochwertig sein, weil beides kannst du nicht in trashig machen. Du musst wirklich gute Effekte haben, gute Story und so weiter. Am besten irgendwie so eine Trilogie auf 3 Filme oder sowas aufgeteilt, dass man auch eine schöne Story aufbauen kann oder halt eine gute Serie draus machen, aber die muss natürlich dann auch qualitativ hochwertig sein. Ich hoffe, das zählt jetzt, obwohl ich mich jetzt um die Schauspielerfrage rumgeduckt habe, sage ich mal. Dann kommen wir noch zu 3. Welche Musikgenres hören Pandas eigentlich? So, plus bitte 3 favorisierte Bands. Das ist bei mir eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Also ich bin so der Metal-Hörer, aber auch elektronische Musik höre ich ganz gerne. So in letzter Zeit bin ich auch so ein bisschen an Hardstyle gekratzt, wobei ich dann nicht in die Tiefe, aber Metal auf jeden Fall. Gute Bands natürlich, ja, da sage ich keine Überraschung. Und zwar Armor und Amarth zum Beispiel, also gerne auch so ein bisschen diese härtere Richtung. Was ich auch sehr gerne höre, ist Falconer. Die gehen so ein bisschen in diese Richtung Folk-Metal. Wenn ich das richtig im Kopf habe, auch da, genauso wie bei Filmen, ich bin da ganz schlecht so ein bisschen im Bestimmen. Und natürlich Krut, ne? vom Onkel Weidemann, die Band, die kann echt was. Also für mich ist aber immer Metal so ein bisschen natürlich so Stimmungslage. Ne? Das kann man jetzt natürlich nicht hier so bei schönem Sonnenschein am Strand irgendwie hören, klar. Aber höre ich schon mal ganz gerne und ja, so elektronisch natürlich so was Armin van Buuren, Trance-mäßig. Seine Mixes finde ich immer sehr, sehr geil. Oder wie gesagt, bei Hardstyle Randy habe ich jetzt vieles gehört. Also so viel hat er jetzt nicht, aber schon ganz coole Sachen. Aber das sind wirklich so im Prinzip diese 2 Genres, die ich am meisten höre. Aber ich höre natürlich jetzt auch Pop und sowas, aber da würde ich mir jetzt kein Album kaufen und so weiter. Und natürlich so ein bisschen Eurodance natürlich schon so ein bisschen, ne? So die 90er und so weiter. Ich glaube, wir kommen jetzt alle so langsam in das Alter, wo man so ein bisschen Nostalgie mit diesen Dingern verbindet, leider. Da haben natürlich auch teilweise ein paar Fremdschämen-Bands, aber ja, das sind so im Prinzip meine Stilrichtung. Auch alles natürlich an Metal-Genres höre ich natürlich auch nicht alles. Also so wenn es zu viel Geschrubbel wird, also ein bisschen Geschrubbel und ja, das geht. Aber wenn es natürlich zu sehr ist, so ein bisschen an Störgeräusche erinnert, da bin ich dann auch raus. Aber ja, ich glaube, kann man sagen, diese beiden Genres auf jeden Fall. Ich gucke gerade so nach links, weil da jemand mit seiner Drohne rumfliegt. Vielleicht erleben wir ja einen Absturz. Wer was?
So, auf jeden Fall hoffe ich mal, dass ich die Frage jetzt auch zu deiner Zufriedenheit beantwortet habe. Und ich sehe gerade, wir sind bei 25 Minuten, Gottes Willen. Ich muss nämlich immer dran denken, deswegen gucke ich da immer drauf, weil ich ja mit einer digitalen Spiegelreflexkamera filme und die filmen irgendwie immer nur bis 30 Minuten und dann ein Cut. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das irgendwelche steuerlichen quasi Vorgänge hat oder irgendwie sowas, dass sie sonst anders besteuert werden müssten, weil quasi Kameras, die über 30 Minuten durchfilmen, sehen offiziell als Filmkameras und das ist wieder etwas anderes. Ja, keine Ahnung. Und ich habe jetzt gerade das hier weggedrückt, was natürlich sehr klug ist, aber dann würde ich sagen, dann mache ich hier mal kurz den Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da ist der Panda wieder. Ihr habt es gar nicht gemerkt, den Schnitt, ne? Und ich bin hier echt irritiert hier wegen der Drohne, weil sie so... Ihr seht das wahrscheinlich gerade nicht. Ich kann man es auch nicht rumschwenken, weil sonst kriege ich das jetzt wieder nicht eingestellt. Wie so ein Mückenfliegenschwarm, ganz schrecklich. So, kommen wir auf jeden Fall zur nächsten Frage oder Fragen. Und zwar vom guten Creepypasta-Kritiker. Kritiker, Mensch. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, ne? Wenn man so einen englischen und einen deutschen Begriff quasi hintereinander hat, dann kommt man schnell so beides dazu, Englisch auszusprechen, zumindest ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall fragt er, was sind deine ersten Erfahrungen mit dem Internet? Das war wirklich so Ende der 90er, das war wirklich noch hier mit so einem Dial-App-Modem mit 33,3 Kilobyte war das, glaube ich, ne? Wo ich denn wirklich, weil bei mir natürlich jetzt kein Telefonanschluss im Zimmer war, musste ich so ein riesen langes Kabel, ich glaube irgendwie 15 Meter langes Telefonkabel quer durchs Haus spannen und konnte auch dann nur abends immer ins Internet, weil natürlich die Leitung sonst besetzt war, weil wir hatten keinen ISDN. Den Glück hatte ich leider nicht und dann hieß es immer von wegen, geh mal aufs Internet raus, ich muss telefonieren und so weiter. Einige von euch werden es wahrscheinlich noch kennen, aber es waren so meine ersten Erfahrungen. Da war noch alles wirklich ganz magisch und alle Seiten waren irgendwie noch relativ simpel aufgebaut, haben natürlich auch so seine eigene MySpace, also nicht MySpace, aber ne, seine eigene Webseite mal gebaut mit Word und so weiter. Boah, das war eine wilde Zeit und es war wirklich alles magisch und boah, da kann man ja Sachen kaufen zum Beispiel, aber ob das wohl seriös ist, das wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen und so weiter. Aber natürlich dann auch so die ersten Spielerfahrungen, also ich weiß auch, wie ich dann mich mit einem Kumpel, Schulfreund getroffen habe und mit dem in StarCraft über das Internet gespielt habe. Das war so, man musste gar nicht mehr zu laden, man konnte quasi durch dieses komische Telefonkabel im Internet, konnte man StarCraft spielen. Wunderbar! Aber das waren wirklich so meine ersten Erfahrungen und seitdem hat es sich so weiterentwickelt. Ich glaube, das war bestimmt so 98, 99, 2000 irgendwas so in dem Dreh. Also zu den ganz, ganz frühen gehöre ich nicht, aber zu auf jeden Fall zu der Vor-DSL-Welle. Da bin ich eingestiegen, das war sogar noch so ein externes Modem. Das hatte so ein grün durchsichtiges Kästchen und so weiter. Und ich weiß gar nicht, warum bei uns irgendwie nur 33K-Modem war, weil später wurde ja 56K-Standard. Also es war wirklich arschlahm. Und man konnte sich natürlich auch Spiele runterladen. Das, oder Netstar, ne, kennt ihr wahrscheinlich alle noch, hat man sich damals mit File-Shaving die ganzen Lieder geholt, weil der MP3 aufkam und so weiter. Ach, herrliche, wilde und verrückte Zeiten auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage. Was waren die ersten Videos, die du auf YouTube gesehen hast? Das ist eine verdammt gute Frage, wenn ich das noch so genau wüsste. Aber es war auf jeden Fall was Englisches. Und ich meine, es war der irgendwie Videogame-Nerd, dass ich da irgendwie mal drüber gestolpert bin. Weil dieses YouTube, da bin ich eigentlich nicht gleich am Anfang dazugekommen, sondern habe ich erst später gemerkt. Und diese blöde Ärgerfliege ist hier wieder. Es war, glaube ich, wirklich der irgendwie Videogame-Nerd. Und ich glaube, boah, diese Turtles-Folge, aber ich bin mir echt überhaupt gar nicht sicher momentan. Aber das müsste es wahrscheinlich so gewesen sein. Keine Garantie natürlich, weil das auch schon ewig her ist. Also YouTube gucke ich da schon wirklich lange, lange Zeit. Und da bin ich dann auch wirklich so darauf gekommen, dass es auch wirklich Leute gibt, die diese alten Spiele noch abfeiern. Ne? Das war echt wirklich faszinierend. Und dann kommen wir zu der letzten Frage. Irgendwie Videogame Nerd oder Nostalgia Critic? Oder hat er geschrieben, nicht die besten Fragen, aber egal. Jede Frage ist gut, egal wie sie gestellt ist und was sie fragt. Ich bin für jede Frage dankbar auf jeden Fall. Das heißt hier, mach dich selber nicht fertig, Junge. Und natürlich auf jeden Fall ist der Angry Video Game Nerd, also den Nostalgia Critic, den habe ich den lange Zeit mal gesehen, fand ich immer ganz okay. Aber der hatte ja irgendwann mal so einen Skandal. Ich glaube vor 2 Jahren. Wie gesagt, nicht wundern, wenn ich hier mal rumhampel, aber diese Fliege, die geht mir echt auf den Piss hier. Ich weiß, euch interessiert das jetzt gerade überhaupt nicht.
böse Fliege. So, ein Skandal, dass das da wohl ein bisschen zu diesem großen Channel Awesome, wo der dazu gehört hat, gab es ja wohl auch so ein bisschen sexuelle Übergrifflichkeiten zwischen den Leuten und so weiter. Da dachte ich mir, okay, gut, der Typ ist mir sympathisch, aber ich habe seine Sachen ab und zu gerne geguckt, aber so wichtig war es mir dann auch nicht. Deswegen habe ich den deabonniert und deswegen ist die Antwort da eigentlich klar, würde ich sagen. Kommen wir zu den nächsten mit den Fragen. Und zwar von der guten Gudrun. Alliteration, Panda. Das kannst du auf jeden Fall. Warst du schon einmal in der Situation, in der du deine Angst überwinden musstest und hast du einen Tipp dazu? Ja gut, es gibt natürlich immer so ein paar Situationen, wo man gewisse Ängste hat. Natürlich kommt natürlich darauf an zu definieren, wie definiert man diese Angst. Also ich habe zum Beispiel Höhenangst. Da gab es natürlich auch schon so Situationen, wo ich irgendwo drüber musste oder ähnliches. Also ich kann mir zum Beispiel an eine Situation erinnern. Ich habe mal eine Zeit lang Geocaching gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Geocaching kennt. Das ist halt irgendwo ist eine kleine Dose versteckt. Ihr habt ein GPS-Gerät und könnt ihr euch die Dose suchen. Dann gibt es ein Logbuch, wo ihr euch eintragt und so weiter. Und da gibt es halt auch verschiedene T-Wertungen. Also T-Wertungen sind Terrain-Wertungen. Also es geht von 1 los bis 5 ist ganz krass. Und 5 ganz krass heißt, ihr braucht Spezialausrüstung. Und ich hatte da halt einen Bekanntenkreis, mit dem ich unterwegs war. Und einer hatte eine Kletterausrüstung. Und wir haben wirklich einen Cache gemacht an der Kletter, wo man die wirklich brauchte. Das heißt, das war eine Eisenbahnbrücke. Ich glaube, die war, lass die mal von unten. Also man kam nur von unten an die Brücke ran, nicht von oben irgendwie. Ich war bestimmt 8-9 Meter hoch so ungefähr. Und das ging wirklich damit quasi los, dass wir dann das Führungsseil hochgeworfen haben, über so einen Stahlträger festgesucht haben. Und dann musste man sich dann halt wirklich, jeder einzelne von uns, wir waren glaube ich 3-4 Leute, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss man uns hochseilen. Also wirklich so mit Ratsche und sich hochziehen und so weiter. Und ich bin in meiner Höhenangst. Ich hatte so Panik, muss ich sagen. Ich hatte wirklich Panik. Ich hatte wirklich richtig Schiss. Aber nun gut, das ist natürlich so wie ein paar Jungs und so. Ne? Man kennt es natürlich auch, man pusht sich gegenseitig. Man will natürlich auch nicht der sein, der jetzt irgendwie kneift und so weiter. Also habe ich mich da hochgezogen und es wurde immer kleiner die Welt da unten und ich merkte, dass das Herz immer schneller ging. Und als ich oben war, war ich erstmal erleichtert, dass ich oben war. Aber ich hatte voll den Blackout. Voll Blackout. Ich habe nur noch gezittert. Aber ich dachte mir, okay, du bist jetzt da oben, alleine. Also ne, von unten haben sie natürlich gehalten, dass man nicht abstürzt und so weiter. Aber das weiß die Höhenangst ja nicht, sage ich mal. Ne? Und dann war ich da oben. Ich habe gezittert ohne Ende. Dann war diese Dose da noch irgendwo über mir, die ich dann greifen musste und dann irgendwie aufdrehen musste und meinen Namen auch noch reinschreiben musste. Und dann kam wirklich eine Sache. Und zwar musste man dann irgendwie diese Führungsratsche, ich kenne diese ganzen Fachbegriffe nicht, einige von euch sind vielleicht Kletterer, deswegen entschuldigt, wenn ich da jetzt die falschen Begriffe benutze, muss ich irgendwie umstecken, dass ich jetzt, zumindest habe ich das so im Kopf, dass ich jetzt quasi nicht mehr mich nach oben ziehe, sondern dass ich mich jetzt abseile. Und weil ich so gezittert habe, ich habe das überhaupt nicht hingekriegt. Ich habe das über... ne, so ungefähr ging es mir. Ich stehe nämlich an so einem Abhang. Deswegen ist das gerade etwas komisch, wenn ich hier nach den Fliegen schlage. Und ich habe gezittert und ich habe das nicht hinbekommen. Und ich hatte wirklich voll den Blackout. Ich war da irgendwie in 8-9 Meter Höhe oder 7-8 Meter, keine Ahnung. Habe ich überhaupt nichts hinbekommen. Und ja, wie geht man damit denn um? Ich glaube, ein Patentrezept gibt es dafür nicht. Aber ich habe mich dann versucht, ich habe die Augen geschlossen und versucht, ne, das typische Durchatmen. Ich weiß, das ist so ein Klischee, aber durchatmen und dann nochmal versucht. Also, dass man sich irgendwie so bewusst macht im Kopf, hey, das ist jetzt eine Situation, du hast jetzt die und die Angst. Klar, das ist jetzt eine Kacksituation. Aber man muss das so ein bisschen so von außen betrachten. Ne? Ich versuche mich denn selber quasi so von außen zu sehen, dass man von dieser Innenperspektive ein bisschen in so eine Außenperspektive geht. Und dann ging es irgendwie. Dann habe ich es irgendwie geschafft. Dann haben natürlich die von unten haben das natürlich gemerkt, dass ich da Probleme habe, haben mir natürlich nur ein bisschen geholfen und so weiter. Aber damit habe ich das dann quasi
gesiegt. Ne? So ein bisschen in eine Außenperspektive zu gehen und sich halt wirklich bewusst machen, scheiß Situation, musst du jetzt durch, mach das Beste draus. Also es ist natürlich das blöd erklärt und es ist natürlich kein Patentrezept für jeden, aber das hat mir damals wirklich geholfen. Und ich bin jetzt heute immer noch stolz drauf, dass ich das erledigt habe. Kommen wir zu deiner nächsten Frage. Hast du neben Videospiele und YouTube noch weitere Hobbys? Ehrlich gesagt, nein. Also ich habe natürlich meine zwei Tische zum Beispiel gebaut. Also ich versuche gerne, mich mal so ein bisschen anders kreativ zu betätigen, sage ich mal, wie man das auch nennen will. Ich habe ja vor meinem Couchtisch, den ich gebaut habe, habe ich ja schon ein Video zu gemacht zum Beispiel. Aber das würde ich jetzt nicht als großes Hobby nehmen, weil neben Arbeit, YouTube und Videospielen, da bleibt echt keine Zeit mehr über, Leute. Also ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit und Mühe in diese Videos hier zum Beispiel gelangen. Ich hatte in letzter Zeit privat, glücklicherweise, sage ich mal, durch einen glücklichen Umstand, etwas weniger Zeit als sonst. Und da haben natürlich im Zweifel zumindest für mich die YouTube-Videos Vorrang, weil ich natürlich euch ja da draußen nicht enttäuschen will. Und ich habe zum Beispiel überhaupt keine Zeit zum Spielen gehabt, also jetzt außerhalb von jetzt irgendwelchen Tests und so weiter. Deswegen noch ein Hobby. Hätte ich keine Zeit gehabt, um Gottes Willen. Also ich beschäftige mich gerne so ein bisschen mit Geschichte und so weiter. Aber das beschränkt sich eher drauf auf bestimmte YouTube-Kanäle gucken und so weiter. Das ist jetzt quasi als Unterhaltungszeit gedacht oder wie man das auch nennen will. Die Sonne geht runter. Ich hoffe, es wird jetzt gleich nicht allzu dunkel. Aber wie gesagt, ich habe keine Zeit. Also YouTube als Hobby, falls ihr auch anfangen wollt, das frisst echt viel Zeit ab. Und ich habe ja schon wieder einen Knopf zu viel gedrückt. Deswegen tanze ich hier mal eine Runde, bevor ich das ja wieder aufrufe. Ich hätte mir das ausdrucken sollen, glaube ich. Deine dritte Frage. Wenn du für ein Jahr wegfahren müsstest und dürftest dann nur drei Spiele mitnehmen, welche Spiele würdest du dann wählen? Gute Frage. Habe ich Internet oder nicht? Wenn ja, würde ich auf jeden Fall Dota 2 mitnehmen. Mein All-Time-Favorite. Und das würde mir fast schon reichen, fällt mir gerade auf. Vielleicht noch ein Ego-Shooter, das neue Battlefield zum Beispiel ist ganz vernünftig. Die Sache ist so, da würde ich jetzt eher keine Retro-Spiele nehmen, weil diese meistens ja sehr limitiert sind. Wenn ich jetzt für ein Jahr weg bin und nur drei Spiele habe, so ein Retro-Spiel, das hast du ja schon mal, keine Ahnung, in ein, zwei Wochen auf jeden Fall durchgespielt, selbst wenn es länger ist. Und deswegen frage ich, Internet-Multiplayer, ne? Die gehen immer. Die sind quasi unendlich, deswegen wäre das so ein bisschen mein Schlupfloch und dann nehmen wir als drittes noch Link's Awakening oder irgendwie sowas. aber ich glaube, so schwer ist die Frage gar nicht. Wenn ich kein Internet hätte, dann wäre es schon wesentlich schwieriger. Dann würde ich auf jeden Fall Total War Warhammer 2 nehmen, also ein großes Strategiespiel. Da kann man ordentlich Zeit investieren, denn am besten noch irgendeine coole Aufbausimulation. Keine Ahnung, ich hätte jetzt gesagt SimCity, aber SimCity ist gar nicht mehr so geil. City Skyline zum Beispiel ist ziemlich cool. Und als drittes vielleicht noch irgendwas Actionmäßiges. Gute Frage, fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Ich hätte mich mit den Fragen besser vorbereiten müssen. Junge, okay, die Sonne geht jetzt wirklich unter, deswegen ist die Lichtstimmung ist etwas anders. Nicht wundern, aber ich hoffe, ich habe zumindest einigermaßen deine Frage jetzt gut beantwortet. So, jetzt kommen wir zu der Flomo. Viele Grüße auch an dich an dieser Stelle. Welche Spiele hast du schon mehrfach durchgespielt, außer Zelda? Da kannst du wirklich die Spiele an der Handvoll abzählen, weil ich gucke sowohl Filme jetzt auch nicht unendlich mal oft viele. Und Spiele, wenn ich die einmal durchgespielt habe, dann ist es eigentlich so. Also auf jeden Fall Link's Awakening. Dann Super Mario Land 2, weil es einfach so cool fluffig abzuspielen ist. Das ist super. Und wirklich, ich glaube, Warcraft 3 habe ich mehrmals durchgespielt. Starcraft. Dann dünnst du es schon aus. Vielleicht so das kleine Schlupfloch WoW, ne? Damals der Endcontent, die Raids. Also WoW spielt man ja an sich ja nie jetzt so komplett durch, aber die Raids, die ja schon war, ne? Also wenn es jetzt quasi nur noch ein Raid gibt,
Also RAID, kurze Erklärung für die WoW nicht kennen, sind halt so diese Instanzen, wo man mit mehreren Leuten reingeht und quasi die schwersten Bosse und so weiter, bis natürlich irgendwann ein Patch kommt und da eine Stufe draufgesetzt wird. Da habe ich aber auch schon mehrmals den schwersten Content, den es gab, quasi mit meiner Gilde damals mehrmals gelegt. Ja, ansonsten war es das eigentlich, würde ich fast sagen. Klingt zwar komisch, ist aber so. Also bin wirklich nicht der Typ, der Spiele ständig durchspielen muss und so weiter. Aber wirklich Super Mario Land, dann so ein paar Strategiespiele, die gehen immer so fluffig, ne? Und vielleicht Total War Warhammer 2 und 1. Ne? Mit verschiedenen Fraktionen kann man das ja immer durchspielen. Das ist natürlich dann immer was Unterschiedlicheres. Das passt natürlich. Ich hoffe, auch deine Frage habe ich einigermaßen zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Kommen wir zu dem guten Retro-Cobra. Was waren deine Highlights in Bezug auf Spiele für 2019 und deine Enttäuschung? Puh, das ist wirklich eine verdammt gute Frage. Weil so wirklich viele super aktuelle Spiele. Ich habe mir zwar einige gekauft. Ich will es nicht wieder Link's Awakening sagen. Aber so ist es. Also an wirklich Neuerscheinungen ist das Link's Awakening Remake wirklich mein Lieblingstitel. Und auch da wieder sind wir dann bei den Sachen Enttäuschung. Ich informiere mich meistens, ob das Spiel vorher was taugt oder für mich was taugt. Und ich glaube, so richtige Enttäuschung habe ich nicht. Also zumindest keine, die ich gekauft habe. Ich habe natürlich bei so einigen Spielen gesagt, so haha, ist Müll geworden, habe ich doch gesagt. Oder schon gedacht, wenn man die Vorberichtbestattung einigermaßen verfolgt hat, wie zum Beispiel bei Anthem. Aber das habe ich mir halt nicht gekauft. Ne? Und jetzt fliegt hier, glaube ich, die Drohne über mir. Oder irgendein aggressiver Fliegenschwarm. Ich hoffe ja mal, hoffentlich die Drohne. Aber so kann man es wirklich sagen, so an Neuerscheinungen. Da müsste ich jetzt echt überlegen. Ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, so diese ganzen großen Neuerscheinungen zu spielen. Und ich habe ja auch keine PlayStation 4 und Xbox, habe ich ja nicht. Das sind diese ganzen Konsolensachen, sind für mich eh irgendwie raus. Und PC hat mich eigentlich nichts gereizt, was ich jetzt wirklich so, muss ich unbedingt haben. Aber würde ich sagen, Link's Awakening, super. Und ich vergesse bestimmt ein paar vom Anfang des Jahres, die mich voll geflasht haben und ich voll gerne gespielt habe, aber ich wieder voll vergessen habe. Fire Emblem fand ich ganz cool für die Switch. Ansonsten, ich hätte die Fragen besser vorbereiten sollen. Deswegen, ich hoffe, die Beantwortung war für dich trotzdem einigermaßen okay, mein Guter. Aber mir fällt jetzt gerade echt nichts ein. Wie gesagt, Enttäuschung, ne? Dasselbe wie vorhin. Vielleicht fällt mir gleich noch ein bisschen was ein, wenn ich so ein bisschen weiter drüber sinniere. Kommen wir zu den letzten drei Fragestellern, sehe ich gerade. So, ach, der Oblomov. Ja, Frage 1. Da es allmählich auf das Jahresende zugeht, was war systemübergreifend dein persönlicher Überraschungstitel bzw. dein Videospiel-Highlight in 2019? Ähnliche Frage, Überraschungstitel. Da gibt es einige. Und zwar habe ich zum Beispiel gerne Dead Cells gespielt. Das ist auch so ein Roguelite, quasi eigentlich gar nicht so mein Genre, schön Pixel-Art-mäßig, aber es hat so einen super Fluff. Also das kann man wirklich als mein Überraschungshit des Jahres bezeichnen. Das kam auch dieses Jahr raus, oder? Nicht letztes. Ich rede vom physischen Release im Zweifel. Aber das habe ich richtig Spaß dran gehabt, dass ich für mich entdeckt habe. Das habe ich länger gespielt, als ich gedacht habe auf jeden Fall, weil ich eigentlich dieser Roguelite-Typ gar nicht bin. Und ja. Beim besten normalen Spiel, sage ich mal, habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Link's Awakening. Sonst fällt mir echt nichts ein, was mich jetzt so, boah, das auf jeden Fall. Aber das ist wirklich so das, was ich habe. Und Dead Cells habe ich echt gerne gespielt. Muss ich da mal wieder rauskramen, habe ich, ne, so ein bisschen, was hat so einen fluffigen Durchlauf hat, sage ich mal. So. In deinen Videos bist du dir bekanntlich nur für fast kein Spiel zu schade. Aber mit welchen Genres kannst du dich generell am wenigsten anfreunden? Auch eine gute Frage. Und ich glaube, das Genre, es gibt nicht das eine Genre, womit ich mich nicht anfreunden kann, aber Horrorspiele. Weil ich ja was horrormäßig angeht, auch so was Film angeht, bin ich voll der Schisser. Und wenn ich so ein Horrorspiel spiele, am besten noch in VR oder sowas, boah, ne. Das muss echt nicht sein.
Und ansonsten so, ich bin ja eher so Strategie- und Shooter-Spieler, was jetzt neue Sachen angeht. Also andere Genres sind auch okay, aber so Sportspiele. Sportspiele war jetzt noch nie so meins, also irgendwie ein neuer FIFA-Teil oder ähnliches. Konnte ich noch nie was für. Also das letzte FIFA, was ich gespielt habe, war glaube ich FIFA 97 für den PC. Das habe ich mir damals gekauft, weil ich das ganz faszinierend fand, dass es da Kommentatoren gab. Das war technisch damals revolutionär und das war super. Aber wirklich so Sportspiele und irgendwelche Horrorspiele, das sind so Genres, da gucke ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht an, was da jetzt an neuen Sachen gibt und so weiter. Und da sehe ich gerade Strandbesucher durchs Bild gehen, die ja wahrscheinlich, dass die Sonne untergegangen ist, vertrieben. ich hoffe, das geht mit dem Wind übrigens so. Ich habe mir extra eine windgeschützte Stelle irgendwie geholt und hier so einen coolen Puschel. Ihr hört jetzt wahrscheinlich Geräusche. Ja, auf jeden Fall, boah, ich merke schon, ich laber hier schon so lange und ich komme hier so langsam, dass ich die Fragen etwas knapper beantworte. Entschuldige mich, aber ich laber hier schon fast eine Stunde durch. Aber das ist wirklich, also Sport und Horrorspiele. Beides kein Fan. Kommen wir zum nächsten und zwar von Olli H. Holst du dir nächstes Jahr eine PS5 zum Release? Nein, also zumindest nicht geplant. Eine ganz einfache Antwort, weil ich ja, was moderne Sachen angeht, überhaupt nicht sehr Konsolenspieler bin, also außer die Switch. Das ist so ein bisschen, hat eine Sonderrolle. Weil es nämlich so ein bisschen eine Lücke ersetzt. Und zwar, weil ich Switch spiele ich im Prinzip nur im Handheld-Modus. Und wenn ich nicht am Computer sitzen will und spielen möchte, dann ist die Switch die perfekte Ergänzung. Aber irgendwie so PlayStation und Xbox, vor allem, weil was haben die da als Exclusive-Spiele? Ne? Das sind meistens diese Third-Person-Deckungsshooter, Action-Spiele hier wie God of War und so weiter. Und das ist überhaupt nicht mein Genre. Third-Person mag ich überhaupt nicht und schon gar nicht irgendwelche Deckungsshooter-Sachen oder normale Shooter wie Halo oder sowas. Ich bin PC-Spieler, ich bin Tastatur und Maus bei Ego-Shootern gewohnt. Alles andere ist für mich eine Verkrüppelung. Ich meine, soll es keine Konsolenspieler jetzt irgendwie niedermachen, die gerne Shooter auf Konsolen spielen, aber meine Welt ist es einfach so gar nicht. Aber so gar nicht. Deswegen wüsste ich jetzt nichts, was mich zum Kauf ehrlich gesagt überzeugen sollte. Ich hab mir jetzt ja vor anderthalb, zwei Monaten habe ich mir einen neuen Computer geholt. Der ist jetzt erstmal ordentlich potent für die nächsten drei, vier Jahre auf jeden Fall. Deswegen sehe ich da echt zu keinen Bedarf dran, es mir eine PlayStation 5 zu holen. Vor allem, wie gesagt, weil ich halt meistens Strategiespiele und Ego-Shooter spiele. Und zumindest Strategiespiele auf der Konsole kann es auf jeden Fall vergessen. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht überzeugen sie mich ja noch mit irgendwas, aber ist auf jeden Fall nicht geplant. Handy ist so. Jedes Mal, wenn ich das anmachen will, dann zeigt er mir nämlich an, dass ich das kommentieren will. Aber will ich ja nicht. Ich will ja nur vorlesen. Dann, welches Spiel schiebst du am längsten auf deinem Pile of Shame vor dir her? Das habe ich jetzt gerade gar nicht so im Kopf, muss ich sagen. Ich habe einige leider auch Switch neu eingepackt und so weiter. Es gibt so einige auf dem Computer auf jeden Fall, die ich mir bei Steam Summer Sale von vor drei Jahren gekauft habe, wo sie seitdem rumgammeln. Ich glaube, das kann man sagen, ist so das Monkey Island 1 Remake auf dem PC. Wir haben ein schönes Remake damit gemacht und so weiter. Das habe ich natürlich gekauft, weil damals habe ich Monkey Island abgöttisch geliebt. Und das habe ich vor drei, vier Jahren gekauft. Hallo Krähe. Da ist gerade eine Krähe. Die kommt näher. Das irritiert mich. Hi. Willst mich jetzt nicht angreifen? Außendreh ist ein Abenteuer. So, auf jeden Fall, das dürfte so das Ding sein, was am längsten auf meinem Pile of Shame, zumindest digital, liegt. Die physischen, ganz ehrlich, da müsste ich jetzt an mein Regal gucken, weil dann habe ich das schon längst vergessen. Wisst ihr was? Ich mache mal davon jetzt ein Foto. Wie die da rumhüpft und schneide ich hier gerade ein. Die ist gerade echt nah. Warte, so dass man die Kamera mitsieht. Irritiert mich gerade etwas. Wenn ich gleich angegriffen werde, rächt mich bitte. Rächt mich. So, aber wir kommen jetzt zum letzten Fragesteller, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar vom Gameboy-Jungen. Super Name auf jeden Fall. Jetzt kommt die hier noch näher.
Verpiss dich. Also nicht du Gameboy-Junge, sondern, ne? Was wünschst du dir denn noch am sehnlichsten für deine Sammlung? Da gibt es einige Sachen. Und zwar, ich würde mal so ein bisschen nach Konsolen gehen. Also Super Nintendo auf jeden Fall möchte ich ja meine Big Box OVP-Spiele vollkriegen. Und da habe ich jetzt natürlich auf dem Radar Super Metroid. Da habe ich oft so, oh, so ist so teuer und so weiter im vernünftigen Zustand. Aber vorhin habe ich die Nachricht bekommen, dass ich eventuell einen guten Deal hinkriege und endlich Super Metroid in der Big Box OVP bekomme. Seht ihr natürlich in den nächsten Pickups dann, weil dann dürfte sich das jetzt bald die irritiert mich gerade voll, was die hier wollen. Das sind hier zwei. Entschuldigung, dass ich hier abgelenkt bin. Das auf jeden Fall Gameboy-mäßig, so an Spielen, würde ich mich so ein bisschen rumtreiben lassen. Also ein paar Sachen in OVP hätte ich ganz gerne, aber das ist jetzt nichts Seltenes. Das wäre sowas wie, auch wenn ich drüber stolper, nehme ich das mit, wie zum Beispiel Solar Striker in OVP. Also ein bisschen habe ich mir so als Ziel gesetzt, bin ja eigentlich kein OVP-Sammler, aber die Spiele, die ich damals als Kind hatte, die als OVP, das hätte schon was. Das sind so meine Ziele, was ich halt super, 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 super gerne hätte. Das ist so quasi ein Gameboy-Accessoire. Und zwar gab es ja damals diese coole schwarze Gameboy-Gürteltasche mit dieser neon-pinken Aufschrift mit Gameboy und so weiter. Diese Gürteltasche kriegt man noch zum einigermaßen guten Preis, in einigermaßen guten Zustand. Aber weil ich die nämlich hatte und ich die gerne hätte, habe ich mir jetzt in den Kopf gesetzt, ich Idiot, dass ich die gerne mit der OVP hätte. Und die zu finden, ist wirklich, wirklich schwer. Wenn es natürlich noch ein Tick obendrauf noch sealed, habe ich noch nie gesehen. Gut, ich gucke natürlich jetzt auch nicht jetzt 24 Stunden mir irgendwelche Sachen an und so weiter, aber das hätte ich echt verdammt nochmal gerne. Das sind so meine, zumindest jetzt Stand jetzt, kommen bestimmt noch ein paar Sachen dazu, die ich irgendwann noch haben will, weil, ne, so ist es bei jedem Sammler, wenn man was hat. Man findet immer wieder was, was man auch noch haben will. Ja, das sind wirklich so die Sachen, die ich momentan so am liebsten hätte. Aber vor allem diese Gameboy-Gürteltasche in ideal sealed OVP, sehe ich meine Chancen nicht allzu hoch, muss ich sagen. Aber nun gut, vielleicht, man behält es im Hinterkopf. Schauen wir mal. Dennoch, für welches Sammlungsstück hast du bisher die meiste Kohle auf den Tisch gelegt? Und damit haben wir dann auch die letzte Frage. Deswegen kann ich das Handy jetzt schön elegant wegpacken. Übrigens, beste Handyhülle ever natürlich. Meine teuersten Sachen, auch das muss ich ein bisschen nach System irgendwie sortieren. Super Nintendo auf jeden Fall, Secret of Mana in der Big Box OVP. Ich glaube, ich habe da 120 für bezahlt oder irgendwie sowas. Ist ein relativ normaler Kurs. Man kriegt es natürlich etwas billiger, ne? mal hier ein bisschen teurer, aber ist ein okayer Kurs, sage ich mal. Und beim Game Boy auf jeden Fall Trip World, das habe ich glaube 92 Euro für bezahlt. Eigentlich viel zu sehr, dass ich bereit wäre für ein Game Boy Modul zu bezahlen. Aber hatte ich ja bei den Pickups damals ja erklärt, das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, weil es ist eigentlich auch keine Rolle mehr spielt, besondere Situation und Geschichte und so weiter. Deswegen habe ich mir das Modul geholt, das sind dafür was meine teuersten Sachen. Wie gesagt, wenn das mit Super Metroid noch klappt, wird denn das bei Super Nintendo mein teuerster Eingang auf jeden Fall sein. Game Gear, würde ich sagen, in dem Bereich ist der Game Gear. Weil ich habe ja einen schönen OVP und so weiter und der läuft nur einigermaßen. Der Sound ist kaputt, der muss auch nochmal repariert und gemoddet werden. Die haben ja diese Kondensatoren irgendwie, die immer ein bisschen rumspinnen. Das sind meine teuersten Sachen, glaube ich. Sonst fällt mir echt nichts mehr ein. Aber boah, ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei insgesamt fast einer Stunde. Und deswegen, wie gesagt, tut mir leid, letzte Fragesteller, dass mir so ein bisschen der Laberatem ausgegangen ist. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gemerkt. Aber viele Grüße noch vom wunderbaren Strand hier. Hat mir hier Spaß gemacht, hier zu drehen. Ich dachte, mir wird es in der Öffentlichkeit peinlicher, als es geworden ist, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch auch mal ein bisschen gefallen, so eine andere Perspektive zu haben. Wenn das Video online geht, bin ich allerdings wieder im kalten Deutschland und kann mir nicht hier am Strand irgendwie bei 27 Grad mir meine immer größer werdende Stirn bräunen lassen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, ihr fantastischen Menschen, und
Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.